kommen wir zurück zu den Wahrheitswerten, die man einzelnen Aussagen zuweisen können muss. Nehmen wir beispielsweise hier oben die erste Aussage, nachts ist es dunkel, abgekürzt durch dieses große D. Wenn ich dort die Wahrheitswerte zuweisen möchte oder betrachten möchte, dann komme ich dadurch zu einer Wahrheitstafel oder eine Wahrheitstabelle. Das ist ganz einfach so eine kleine Tabelle, wo oben drüber dann eben hier diese Abkürzung steht. Und darunter haben Sie dann eben genau die Werte, die hier in Frage kommen, die also dieser einen Aussage zugeordnet werden können. Das ist hier noch relativ unspannend, weil wir ja immer nur einzelne Aussagen betrachten und jeweils dann auch nur eine einzelne Tabelle haben, aber zu einem späteren Zeitpunkt werden wir durchaus noch deutlich kompliziertere Verknüpfungen bekommen zwischen verschiedensten Aussagen und dementsprechend werden die Wahrheitstafeln, die Wahrheitstabellen dann auch noch deutlich komplizierter werden.